Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Boah, Mbappé! Nein. Das ist der größte Sohn des Kronen! Und Ribéry, na klar, Chat, weil er sein Schild oben hat. Ribéry! Oh mein Gott! So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Heute wieder ein Stadion-Vlog. Hansa spielt gegen Hannover zu Hause und wir können wieder Tabellenführer werden. Also es wäre hammergeil, wenn wir jetzt auch das Ostseestadion wieder zur Festung machen könnten. Ich nehme euch wieder mit. Ich versuche alle Emotionen, alle Tore und sowas, alles einzufangen, alle Highlights. Wenn es euch gefällt, lasst unbedingt ein Like da auf dem Video, abonniert diesen Kanal und ja. Glocke aktivieren und so weiter, ihr wisst Bescheid. Ich bin auf jeden Fall noch gut tot und es ist übelst warm, also es werden 30 Grad werden im Stadion. Ich bin froh, dass ich im Schatten sitze. Aber wir hatten gestern auch Spiel mit Anker, haben gewonnen, hatten noch Mannschaftsabend, deswegen, wenn der ein oder andere Voice Crack zustande kommt, es ist heute einfach mal so. Ihr müsst damit leben. Die Stimme ist eventuell noch ein bisschen angeschlagen, aber wichtiger ist der Sieg mit Anker gestern. So, jetzt viel Spaß mit dem Vlog. So Leute, angekommen beim Stadion. Busfahren war auf jeden Fall wie Sauna, also war auf jeden Fall wild. Und Aufstellung habe ich gerade gesehen. Ich finde es auf jeden Fall komisch, dass Perea nicht spielt. Aber wenn er wie Bank kommt und das entscheidende Tor macht, dann ist es natürlich auch egal. Also ja, schauen wir mal. Vorne spielen mit Ingelsson, Pröger und Fröhling. Ich blende euch das auch nochmal ein. So, und da gehen wir rein gegen Hannover. Block 33, Reihe 9, Sitz 21. Das wird ein Fest wieder heute. Das sind die Plätze von heute. Das ist die Ansicht, die ich hier habe. Halbe Stunde noch bis Anpfiff. Ja, und da unten der Don. Don Aloys. Wieder am Verhandeln mit dem Schiedsrichter. Wisst ihr Bescheid nachher, ne? Elva hat Aloys hier alles abgesprochen an der Stelle. Hannover macht sich warm. Hier vorne die Heizte. Ich muss auch sagen, die haben echt einen guten Kader, Hannover, ne? Und es ist echt windig hier, obwohl es übelst warm ist. Gerade die Fünferkette sehr stabil, finde ich auch bei Hannover. Und die Jungs da spielen zwei Kontakte, ohne Oberschenkel. Und Perea muss den Ball holen. Ich glaube, Perea kriegt Schnipper jetzt. Ja, wird nochmal hier noch ein bisschen von Güler nochmal. Wird da ein bisschen das Ohr nochmal sauber gemacht. So, du machst da, Junge. Juan, Don Juan. Ist auf jeden Fall auch cool, ist jetzt, wo ich es gerade sehe, da unten Friedlewitz. Die ganzen Oldschool-Trikots und so, die ganzen Oldschool-Outfits. Manche haben es richtig ernst genommen, richtig cool. Ja, gerne mehr davon, von solchen Themen, Stadion-Tagen. Finde ich geil. Wir haben bei Hannover auch noch einen Heimkehrer heute, Max Christiansen. Der habe ich selber noch zusammengespielt in der Jugend, war ja auch Profi. Dann nach Ingolstadt gegangen. Ja, mal schauen. Ich hoffe, er macht es nicht zu gut heute. Und ansonsten Panzer Forever zum Einlaufen. Oder wenn wir nicht ganz auf Panzer verzichten, auf die Panzer Forever, gibt es jetzt vor der Mannschaftsaufstellung des FC Hansa Rostock an etwas ungewohnter Stelle unser Panzer Forever. Ja, also alle Chancen aus. Heute alles ein bisschen anders. Choreo vorbereitet von der Süd. Und jetzt kommt schon Panzer Forever. Wo sind die Schals? Hier spielt man auch Fußball mit der und nicht nur mit den Beinen. Das Ostseestadion ist bereit für die Mannschaftsaufstellung des FC Hansa Rostock. Jawohl, auf jeden Fall auch ordentlich Anhang aus Hannover mitgekommen. Da ist auch alles voll. Das sind Dimitrios Kutas, Nikolai Basetski, Ono Melas, dazu unser Torwarttrainer. Legenden. Und das ist Aloys. Natürlich, und Aloys. Und die Krake! Alles Gute nachträglich, Kolle! Okay.
ist auf jeden Fall wieder geisteskrank. Die Leute sind heiß auf Fußball. Der Don schreitet seinen Weg. Für uns zum Sieg, Alois. Ah, klatscht euch nochmal ab, Männer, ist ja richtig. Spielt von links nach rechts her. Also aus meiner Sicht natürlich. Das heißt, nachher, zweite Halbzeit, 90. Minute Siegtor. Dann auf unserer Seite hier, perfekt einfach. Und ich hoffe, dass die hier fahren, die hier unternehmen vor mir. Will filmen. Let's go! Konstante Rainer Wind! Oh, wichtig! Nicht verlieren! Gut, gut, gut! Oh, weiter geht's! Ging, ging, ging! Oh, der hat Stress! Ja, ja! Ja, ja! Oh, wir sind drauf, wir sind drauf, wir sind drauf! Oh, naja, naja. Krüger hat die Choreo abgeschossen. Ist vorbei jetzt. Ja, es war so klar. Es war so klar. Halt auch drauf jetzt. Ich muss das Spiel mal kurz rein. Oh, schade, wenn der kommt. Der Köhn, der ist auf jeden Fall auch ein Heizer hier. Das wird auf jeden Fall schwierig für die Tour heute. Köhn, guter Spieler. Was auf jeden Fall auffällt, gegen Pressing sind wir richtig gut. Gerade. Alle zweiten Bälle sind bei uns eigentlich. Matze, du weißt Bescheid, Matze. Du spielst zwar gerade Kübo, aber du weißt Bescheid, wenn du es hörst. Spielst nicht so schlecht jetzt raus, sehen wir das jetzt. Läuft. Ecke. Oh, bitter. Mein Gott, ey, Bachmann. Dummes Foul direkt vom 16er. Christiansen holt ihn raus, natürlich, Christiansen. Bitte mach es nicht, bitte mach es nicht, bitte mach es nicht. Oh mein Gott! Ah, zum Glück auch abseits, aber trotzdem. Der, den muss er machen.
Schade, schade. Bleib drin, hol ihn dir. Ja, reicht, unser Ball. Alles gut. So, erste Ecke für Hannover. Komm auch ein bisschen besser ins Spiel jetzt. Das merkt auch der Don. Don Hahn ist zusammen dirigieren. Gut. Oh mein Gott. Raus, bitte. Oh mein Gott. Was ist das denn? Hä, Kolle? Also, was ist... Digga, hä? Den wollte er halt niemals so. Niemals wollte er den so. Ja, was soll ich sagen? 1-0, 22. Minute. Ich hoffe, sie zeigen es nochmal, weil das Tor kam echt aus dem Nichts gerade. Ich mache jetzt Trinkpause. Paderborn führt gegen Düsseldorf auf Bild. Das ist auf jeden Fall ganz schwierig. Bei den Temperaturen 1-0 hinterher zu laufen. Hannover abgewichste Truppe. Können gut verteidigen auch. Das ist schwierig. Wir haben aber auch nicht mehr wirklich den Zugriff gegen den Ball, muss ich sagen. Ja, komm, Ecke, Ecke mal. Ach, Digga, jetzt reicht's aber auch. Ja, aber alleine kann er auch nichts machen. Das ist schwierig. Offensiv meist ideenlos. Ich muss auch sagen, Hannover packt doch echt den Bus. Die Junge, die stehen so tief hinten drin, ist das eklig. Von uns fällt nichts ein. Richtig. Ist aber keiner da. Platz. Schneller, schneller, schneller. Komm. Der kommt nochmal. Jawohl. Oh, schön. Ja, momentan. 33 Minuten gespielt. So sieht es die ganze Zeit aus. Hannover bunkert und wir sind ideenlos. Aber jetzt mal guter Ball. Ja, immer mal Eckball jetzt. Das war mal gut. Tiefen Ball raus, Klatsch. Und was auch auffällt, Boxbesetzung ist zwar da, aber irgendwie komisch. Also entweder laufen drei immer auf einer Höhe ein oder drei kurz oder drei lang und der Ball kommt irgendwie immer nicht dahin, wo die Leute von Hansa stehen. Mann, Junge, lass doch jetzt die Ecke reinbringen, da. Der Schiri regt mich auf jeden Fall auf. Der pfeift eh gleich ab, die Ecke. Ja. Eklig. Eklige Variante. Was ist denn das? Und wieder Ecken für Hannover. Wir haben es jetzt immer gefährlich über Standards. Ich sehe eigentlich jetzt... Was machen die? Der Schiri gefällt mir heute gar nicht, Alter. Ist das geisteskrank. Der will doch nichts anderes aus dem Freistoß. Bitte nicht. Ich will auch ein bisschen. Zum Glück. Der war richtig blank, ne? Der war so blank da.
starke Dauerbelagerung jetzt hier vor der Halbzeit. 5 Minuten gibt es oben drauf. Oh mein Gott. Alter, es brennt immer so lichterloh bei jedem Standard. Wahnsinn. Digga, der fällt jedes Ding, was er kann gegen Hansa. Wer auch immer der Schiri ist, Digga. Geisteskrank. Also da brauchen wir heute nichts erwarten, heute. Nichts brauchen wir da erwarten. Die Leute von Hannover, die fallen schon automatisch, weil sie wissen, sie kriegen den Pfiff einfach. Wieder genau das Gleiche. Okay. Digga, immer kommt dieser Ball in den Rückraum und immer wird es gefährlich dann. Also dieser Köln schlägt auch gute Bälle, muss man sagen. Jo, Halbzeit. Was war der Halbzeit? Ernüchternd. Wir brauchen frische Leute. Ja Leute, bis jetzt geht auf jeden Fall nicht viel. Also Fazit würde ich sagen, Hannover macht nicht viel, die stehen hinten sicher, sind extrem gefährlich, gut bei Standards, holen auch extrem viele Standards raus. Schiri gibt es auch aber einfach alle. Also der pfeift einfach immer alles, der Schiedsrichter. Und ja, was soll ich sagen? Hansa, da geht nicht viel. Bei Hansa geht nicht viel. Spielerisch ist es bis jetzt ganz wenig, finde ich. Also in den anderen Spielen davor hatten wir jetzt immer Aktionen, wo wir so ein paar richtig gute Angriffe ausgespielt haben. Davon ist nichts zu sehen. Klar, Hannover ist nochmal ein anderes Kaliber von der Verteidigung, aber ja. Ich hoffe, Halbzeit 2 wird besser. So, da kommen die Jungs wieder. Unverändert. Weiß ich nicht. An Alu Stelle hätte ich einmal gewechselt. War eine schwache Halbzeit. Aber ich vertraue dir, Don. Du machst das. Eine Reaktion will ich sehen, Männer. Halbzeit 2. Es geht los. Und jetzt wollen wir hier die Tore sehen. Genau hier. Ja, ist gut. Besser ist es. Gerade schon wieder wilde Szene. Also in meinen Augen safe gelbe Karte. Er steigt ihm voll auf den Fuß und Schiri sagt, er hat Ball gespielt. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Aber geisteskranke Unterstützung von den Fans, muss man wirklich sagen. Auch mit den Fahnen und so überall. Sehr nice. Oh, was die Ball. Schönes Ding jetzt hier. Zeig was. Zeig was, was. Ball. Guter Ball. Ah, schade. Ball war gut. Weiter so, Junge. Guter Ball. Komm, der ist noch heiß, der ist noch heiß. Haken und Flanke. Geiler Ball. Andere Seite. Raus da. Geil. Schade, Brügge. Alles gut, weiter geht's. Sogar nochmal neu hochgezogen da. Hansa Rostock. Stellt zu da. Variante, aber gut aufgepasst. Mach ihn fest. Ja, gegen den ist schwierig, der ist auch schnell. Düsseldorf macht das 1-1 gegen Paderborn. Komm schon. Guter Ball. Oh. Schade. Aber gut gespielt hier mal. Ostball auf Engelsdorf. Super Ball. Chip. Endlich mal. Schön ins eigene, Junge, so eklig. 1-1, weiter geht's, jetzt wird gekämpft. Ja, Schuppi, nimmt dir nochmal einen Schluck. Wird anstrengend heute.
Wird anstrengend, noch ein paar Elektrolyte schon. Spieler von Hannover liegt auf jeden Fall am Boden, ich weiß nicht, was an. Die haben auf jeden Fall hektisch herbeigewunken, muss behandelt werden. 58. Spielminute. Ein Tor im Ostseestadion. Neuer Spielstand. 1:1. Wir haben es uns ein paar Mal angeguckt, aber wir geben ihm das Tor. Torschütze mit der Nummer 7. Nico! 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 Deiner! Oh, verlieren wir an. Was soll's? Und das Stadion steht. Einfach der das Scheiß-Tor gemacht hat für Hannover, ach doch, das Eigentor. Der hat heute Glück zum Pechtag, an einem Tag, nein. Die Stimmung ist so geisteskrank. Einfach spielgängig weiter und alle Fans haben sich gedacht, wir stehen alle auf und singen einfach. Mehr jetzt hier, mehr. Ja, gut, gut. Spielerisch. Paul! Nein, Spaß, alles gut. Aber weiter so. So! Es ist Zeit für einen Wechsel. Wir spielen weiter. Also es kommt Perea und Vasiliades. Gleich ein Spiel. Warte mal. Lass uns mal erstmal verteidigen hier, bitte. Gut so. Was? Warum? Warum ist denn Kai Pröger raus? Hä? Hier steht gar nichts mehr. Jawohl! Juan José, sag doch seinen ganzen Namen. Und wir sagen Dankeschön. Ich muss sagen, ich hätte Bachmann rausgenommen und Ingelsson. Ich verstehe Pröger nicht ganz. Ja, kommt ganz gut. Elfmeter! VAR! Den musst du geben! Ey, er wird so krass gehalten. Er wird die Safe nicht geben, der Schiedsrichter. Er wird die Safe nicht geben. Einfach, weil er uns hasst. Komm bitte, VAR. Einmal im Leben. Einmal im Leben VAR. Der Geist ist krank. Da guckst du doch wenigstens an. Ja, Wahnsinn, ey. Bodenlos. 67 Minuten sind gespielt. Was auf jeden Fall auffällig ist, Hansa läuft viel höher an in Halbzeit 2. Ist natürlich auch intensiv bei den Bedingungen, aber bis jetzt geht der Plan auf. Christiansen bleibt liegen. Ich weiß nicht, was er hat. Er hat sofort angezeigt Wechsel. Alle haben sofort Wechsel angezeigt. Ich glaube muskulär. Ich weiß nicht. Also er hält sich den Rücken, ich weiß nicht, vielleicht Hexenschuss oder sowas. Ganz komisch. Gute Besserung an der Stelle. Wow.
Komm, 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 wir sind am Drücker jetzt. 20 Minuten noch, wir sind am Drücker. Aber auch da ist so viel Schnee drauf auf dem Ball. Gut gespielt. Der ist eigentlich gut vorne rum, der Ball. Er fällt vor Schwäche einfach. Trinkpause und die Ergebnisse kommen. Würden Pauli hätte ich mir auf jeden Fall mehr Tore erwartet. Komm mal, Luis, mach die Jungs noch mal heißer. Gib noch mal was. War Instruktion. Kommt er? Behauptet, behauptet. Ja, ist okay. Gegen Araya MB kann das nochmal passieren. Alles gut, wunderbar. Zuschauerzahlen präsentiert von der Autowelt Rostock. Wir sind im Heimbereich Ostendorf und sagen Dankeschön an 25.700 Fans hier im Stadion. Krass, 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 krass. Das klappt schon. Ey, jetzt hören wir auf. Hören wir auf mit Hand, Digga. Hör mir auf mit Hand. Bitte. Hör mir auf. Okay, Schiri abgeklärt. Semi Bühler kommt auf jeden Fall gleich ins Spiel. Ey, das kannst du keinem erzählen, Digga. Das kannst du keinem erzählen. Das würde jetzt so passen zu diesem Scheißspiel, Digga. Die haben nichts hinbekommen, Hannover, wenn die jetzt einen Elfer geschenkt bekommen. Bitte nicht, Digga, bitte nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Digga, das dauert so lange. Jetzt bin ich gespannt. Ey. Digga, wenn du uns jetzt hier den Punkt klaust, Digga, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann weiß ich nicht mehr weiter, Digga. Weiter da jetzt. Digga, wie oft muss er denn da hingucken? Also wenn er so lange braucht, Digga, dann kann es doch nicht, dann kann es doch keine hundertprozentige Fehlentscheidung sein. Ey, ist das geisteskrank. Und denkt, sie diskutieren ja auch. Bitte nicht, Digga, bitte nicht. Geisteskrank. Ich schwöre, jedes Mal VAR gegen uns. Hier im 16er hier drüben. Ja, spielt gar nichts. Da wird nicht mal nachgeguckt, Digga. Und gegen uns immer. Bitte, Krake, Junge, halt ihn. Also wenn Kolle den jetzt auch noch hält. Wenn Kolle den hält, dann leben wir echt in der Simulation, Digga. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Torhüter 4 Elfmeter hintereinander hält.
Cedric Teuchert macht nein, sein nächstes Saisontor, ja. Kann man nur so schlecht sein wie Hannover. Bodenlos. Durch zwei so eine Kacktore. Zeig ihm eine Karte da jetzt. Weg da. Komm, bitte. Bring ihn nochmal rein. Das Ding ist hier noch nicht gegessen. Ja! Oh mein Gott! Ey, der muss rein! Naja, da hat er zu viel Respekt vor Zieler gehabt. Ja. Ey, junger Mann. Aufgrund der zweiten Halbzeit hast du mindestens einen Punkt verdient. Sag ich so, wie es ist. Doch. Oh mein Gott! Mann, Junge, jetzt hast du diesen Punkt so verdient! Der geisteskranke Tor gegen Bachmann. Es gibt nicht mal Geld. Es ist Wahnsinn, was hier passiert. Irgendwie, Junge, stochert da irgendwie einen rein. Ja, endlich lässt es mal laufen. Ah, Tor für St. Pauli wurde zurückgenommen. 0-0 weiterhin. Ah, schade. Gott! Mann, Junge, der muss ankommen! Du kannst doch nicht den Ball verlieren! Hier ist jetzt Dauerbelagerung in den letzten Minuten. Irgendwie ein Ding nach vorne, irgendwie rein. Aber was ich ja, das holt ihr nochmal. Wichtig. Oh, der war wichtig. Oh, schade. Ja, das ist voll. Ja, das ist voll. Komm, Media. Mach was Verrücktes. Ah, mein Quest ist gut. Oh, der Ball ist Asche. So, er guckt auf die Uhr, es sind die letzten Minuten jetzt hier, die letzten Sekunden. Svante, komm! Komm, Svante! Wie nein! Irgendwie einfach! Hand! Hand! Hand, bitte! Bitte, Hand! Oh, die werden noch direkt weiter. War nicht, war keine Ahnung. Boah, der war wichtig. Der kriegt Geld fürs Ball wegschlagen, ist ja wichtig. Wolke kommt mit nach vorne. Letzter Ball, letzte Aktion. Aber so zentral ist auch eklig. Zentral ist super schwierig jetzt.
Den müssen wir haben, sonst war's das. Komm, mach den nochmal. Ja! Oh, Foul! Foulspiel! Einwurf, dicker! Geisteskrank! Werden nochmal Einwurf und er pfeift ab. Hä? Warum pfeift er ab? Also heute wurden wir verkauft. Heute wurden wir verkauft, Digga. Männer und fragt sich, ob ihr seid stolz auf euch. Ihr werdet es nie erreichen, nie höher werdet ihr auch schaffen. Ihr schießt es dabei. Zu Recht Pfiffer auch in meinen Augen. Ja, Freunde, das Spiel ist vorbei. Sehr, sehr bitter. Ich habe noch weniger Stimme als vorm Vlog. Ja, musste mich viel auch aufregen über den Schiedsrichter. So klar, ne, im Endeffekt kann der da auch nichts dafür. Ne? Aber es ist trotzdem immer krass, wie Hansa grundsätzlich so diese Aktion gegen sich bekommt. Das ist echt immer Wahnsinn. Also da haben wir mal so ein Pech. Es ist wirklich krass. Sehr, sehr bitter. Ansonsten muss man auch sagen, wir haben selber auch kein Tor geschossen. Ich weiß nicht, bei der Aktion mit Zwante, ich habe sie nicht drauf, leider nur noch den Nachschuss von Fröhling halt. Bei der Situation, wenn er da, ich glaube, Zwante wird umgehauen von Zieler, aber wenn er halt auf Elfer entscheidet, dann ist halt der Vorteil sozusagen weg. Ich glaube, er hat den Vorteil laufen lassen. Wenn du Vorteil gibst, dann kannst du halt keinen Elfer mehr geben. Alles in allem sehr bitter. Auf jeden Fall auch ein crazy Spiel, dass der Typ von Hannover, der dieses Glückstor da macht, natürlich cooles Tor im Endeffekt, aber den wollte er halt nie im Leben so, der wollte flanken oder was weiß ich, was er machen wollte, der rutscht dem so ab. Der macht dann auch das Eigentor und ja, Elva ist halt bitter, Kolke war noch dran, ja, egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like da auf dem Video, abonniert diesen Kanal und ja. Dann sehen wir uns bei den nächsten Videos wieder, Leute. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.